7 Anzeichen für Überhitzung bei deinem Hund und Tipps zum Abkühlen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wichtigen Thema. Der Sommer naht und es kann zu unerträglichen Temperaturen für unsere lieben Vierbeiner kommen. Damit du im Notfall die Anzeichen einer Überhitzung bei deinem Hund erkennst, haben wir 7 Tipps für dich. Natürlich ist im Notfall immer ein Gespräch mit deinem Tierarzt das Beste. Aber lass uns loslegen. Es ist wichtig, die Anzeichen von Überhitzung beim Hund zu erkennen, um schnell handeln und mögliche gesundheitliche Probleme vermeiden zu können. Hier sind einige häufige Anzeichen von Überhitzung beim Hund. Übermäßiges Hecheln. Hecheln ist die natürliche Art und Weise eines Hundes, sich abzukühlen. Wenn dein Hund jedoch übermäßig stark und anhaltend hechelt, könnte dies ein Hinweis auf Überhitzung sein. Starkes Sabbern. Ein vermehrtes Sabbern, bei dem der Speichel stark und unkontrolliert fließt, kann ebenfalls auf Überhitzung hindeuten. Erhöhte Körpertemperatur. Berühre vorsichtig die Ohren, das Zahnfleisch oder die Pfoten deines Hundes. Wenn sie sehr heiß sind, könnte dies ein Anzeichen für eine erhöhte Körpertemperatur sein. Schwäche und Erschöpfung. Überhitzung kann dazu führen, dass dein Hund lethargisch, schwach und desorientiert wirkt. Er könnte Schwierigkeiten haben, sich auf den Beinen zu halten oder müde wirken. Erbrechen und Durchfall. Überhitzung kann auch zu Erbrechen und Durchfall führen. Wenn du diese Symptome bei deinem Hund bemerkst, solltest du sie ernst nehmen und tierärztlichen Rat einholen. Ungleichgewicht und Koordinationsprobleme. Überhitzung kann das Gleichgewicht deines Hundes beeinträchtigen und zu Koordinationsproblemen führen. Er könnte wanken oder Probleme haben, sich normal zu bewegen. Blasse Zahnfleischfarbe. Wenn das Zahnfleisch deines Hundes blass oder grau statt rosa ist, könnte dies auf eine unzureichende Sauerstoffversorgung durch Überhitzung hinweisen. Wenn du eines oder mehrere dieser Anzeichen bei deinem Hund bemerkst, ist es wichtig, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um ihn abzukühlen und tierärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Überhitzung kann zu lebensbedrohlichen Zuständen wie einem Hitzeschlag führen, deshalb sollte sie ernst genommen werden. Kommen wir noch zu den Tipps zum Abkühlen. Wasser anbieten. Stelle deinem Hund sofort frisches und kühles Wasser zur Verfügung. Dies ermöglicht ihm, seinen Durst zu stillen und sich zu hydratisieren. Du kannst auch ein feuchtes Handtuch oder eine Decke verwenden und es über deinen Hund legen, um ihn zu kühlen. Kühlende Kompressen. Verwende kühlende, feuchte Tücher oder Kompressen und lege sie auf den Bauch, die Innenseite der Oberschenkel oder den Nacken deines Hundes. Diese Bereiche haben eine hohe Durchblutung und können dazu beitragen, die Körpertemperatur schnell zu senken. Ventilation und Luftstrom. Schaffe eine gute Luftzirkulation, indem du einen Ventilator einschaltest oder eine Brise durch offene Fenster oder Türen lässt. Dies hilft dabei, die Hitze um deinen Hund herum zu reduzieren. Kühlung von unten. Lege deinem Hund eine kühlende Unterlage oder ein kühlendes Bett zur Verfügung. Du kannst auch Kühlmatten verwenden, die speziell für Hunde entwickelt wurden und Wärme absorbieren und ableiten. Sanftes Abkühlen. Befeuchte vorsichtig den Körper deines Hundes mit kühlem Wasser. Achte darauf, dass das Wasser nicht zu kalt ist, um einen Temperaturschock zu vermeiden. Konzentriere dich auf Bereiche wie den Bauch, die Pfoten und den Nacken. Wasseraktivitäten. Wenn möglich, biete deinem Hund die Möglichkeit, in einem Planschbecken oder einem flachen Gewässer zu planschen. Das kühle Wasser kann dabei helfen, die Körpertemperatur zu senken.